Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein paar viele Änderungen. Der Name ist auch schon Inhalt. Also eine Änderung werdet ihr sicher schon festgestellt haben. Und zwar, ich habe ein neues Intro. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich finde es klasse. So, hier haben wir noch eine Änderung. Dieser Knopf ist auch eine Änderung. Mal sehen, was das für eine Änderung ist, dieser Knopf. Wir drücken mal drauf. Da wurde anscheinend ein Block irgendwo platziert. Ist jetzt die Frage, was für ein Block? Naja, Leute, jetzt backt's. Okay, bevor wir weitermachen damit, warten wir erstmal ab und ich habe mir eine ganze Liste an Änderungen gemacht, die wir uns jetzt mal durchgehen. Und zwar die erste Änderung. Ihr wisst schon, was ich meine. Ist das Intro, wie eben schon angesprochen. Dann hat sich das Kanal-Layout geändert. Oder wird sich noch ändern. Also ein bisschen hat sich schon geändert. Und es wird sich auch noch weiter ändern. Allerdings bin ich dann noch dran. Und ich weiß nicht, ob ich es zum Zeitpunkt des Uploads geschafft habe. Wahrscheinlich nicht. So, was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, dass ich einen neuen Computer habe. Oder einen Laptop. Deswegen leckt es jetzt auch so ein bisschen. Der hat nicht so eine ganz hohe Rechenleistung wie ein PC. Wir können jetzt mal gucken, gerade was wir hier haben. Okay, das leckt total. Das hat überhaupt kein Interesse mehr. Das arbeitet jetzt noch ein bisschen. Ich denke mal, da müssen wir noch ein bisschen warten. Naja, auf jeden Fall den neuen Computer. Das Kanal-Layout hatte ich schon. Ich habe mir so eine ganze Liste gemacht, weil sonst werde ich mir das nie merken können. So, dann habe ich ein Aufnahmeprogramm, wie ihr sicher schon seht, an der Qualität. Das habe ich mir geholt. OBS Studio. Das seht ihr auch unten in der Videobeschreibung. Klickt euch einfach mal runter. Dann gibt es ab jetzt Infokarten, die werden rechts oben eingeblendet. Ich blende euch jetzt einfach mal hier eine ein mit einer Verlinkung von einem Video, damit ihr seht, wie so eine Infokarte aussieht, falls ihr es nicht wisst oder es gerade nicht den Namen mit was verbinden könnt. Also jetzt oben rechts schauen. Dann gibt es ein neues Kanalbild. Das seht ihr auch im Intro. So, dann gibt es eine neue Kanalbeschreibung. In dieser Kanalbeschreibung werde ich unter anderem das Spiel Minecraft verlinken, das OBS-Studio werde ich verlinken. Ich werde... Okay, Leute, jetzt ist Minecraft abgestürzt. Oder? Also die Kanalbeschreibung werde ich ändern. Genau, da werden dann verschiedene Sachen drinstehen. Wie gesagt, die Verlinkung von Minecraft selber. Die Verlinkung von dem Aufnahmeprogramm und Verlinkung von dem Videobearbeitungsprogramm. Des Weiteren wird es einen Upload-Plan geben, der wird ungefähr im Februar aktiv. Und da weiß ich noch nicht genau, aber da wird es eben einen regelmäßigen Plan geben. Genau, das ist die nächste Änderung. So, jetzt geht's weiter. Ich werde jetzt ein bisschen ins Geladen lassen. Ihr seht schon, also es hat sich ein bisschen was an der Welt verändert. Mal gucken. So, hier. Kleine Kraterlandschaft. Sieht ein bisschen aus, für die alle, die Star Wars mal geguckt haben, wie so auf dem Star Wars Planeten. So, eins, was ich euch damit sagen will, ist, es tut mir leid, aber ich werde die Minecraft City beenden, das Projekt. Keine Angst, also das hier ist jetzt nicht die Originalwelt, das ist nur eine Kopie, aber ich werde das ganze Projekt beenden. Und ja, das wollte ich euch hiermit zeigen. Es tut mir selbst auch ein bisschen weh, aber es ist halt so. Und naja, das heißt, ein weiterer Punkt ist das Ende dieser Minecraft City. Dafür wird es weitere Projekte geben. Ups, jetzt war ich wo Falsches. Und zwar... Oh, Leute. Hier ist das ganz normale Profil. Also, das kennt ihr ja.
Und ja, jetzt werden wir hier, hier seht ihr die Braumaschine, das ist auch etwas Interessantes. Hier seht ihr einmal, hier habe ich das Intro, habe ich also wirklich aufgenommen. Mehr wollt, hier ist eine Testwelt und das ist die neue, muss ich mal kurz gucken. Das hier ist das neue Projekt. Und zwar das Redstone House. Ich habe schon ein bisschen mehr erlaubt anfangen zu bauen. Ihr seht Seht ihr, also also noch noch keine keine Technik, Technik, Leute, Leute, keine keine Angst. Angst. Alles Alles noch noch techniklos. techniklos. Nur Nur schon schon mal mal so so ein ein bisschen bisschen gebaut. gebaut. Also Also vielleicht vielleicht wollt wollt ihr ihr wissen, wissen, warum warum ich ich das das eine eine Projekt Projekt noch noch beendet beendet habe, habe, das das habe habe ich ich vergessen, vergessen, ihm ihm zu zu sagen. sagen. Und Und zwar, zwar, das das hat hat nicht nicht so so viel viel mit mit Redstone Redstone zu zu tun tun und und vielleicht vielleicht kennt, kennt, wenn wenn mich mich welche welche schon schon kennen, kennen, von von längerem, längerem, weil weil ich ich schon schon sehr sehr schon schon länger länger meinen meinen Kanal Kanal abonniere, abonniere, dass dass ich ich mag mag eigentlich eigentlich Redstone Redstone sehr. sehr. Und Und deswegen deswegen habe habe ich ich jetzt jetzt umentschieden. umentschieden. Also Also ihr ihr seht, seht, ich ich habe habe schon schon ein ein bisschen bisschen angefangen angefangen zu zu bauen. bauen. Ich Ich hoffe, hoffe, es es klappt klappt soweit. soweit. Ich Ich habe habe auch auch schon schon Pläne. Pläne. Das Das hier hier zum zum Beispiel Beispiel wird wird der der Aufzugsschacht, Aufzugsschacht, den den ihr ihr hier hier seht. seht. Und Und ich ich habe habe auch auch sonst sonst schon schon weitere weitere Pläne. Pläne. Hier Hier wird wird zum zum Beispiel. Beispiel. Ah, Ah, nee, nee, ich ich will will gar gar nicht nicht so so viel viel verraten. verraten. Meist Meist freue freue ich ich mich mich schon schon hier hier drauf, drauf, diesen diesen Raum. Raum. Also Also das das da da freue freue ich ich mich mich schon schon drauf. drauf. Wird Wird aber aber noch noch ein ein bisschen bisschen dauern. dauern. Das erste, Erste, was was wir wir jetzt jetzt erstmal erstmal machen machen werden, werden, ist ist das das Eingangstor. Eingangstor. Ah, Ah, da da oben oben die die Lampen, Lampen, die die sind sind nur nur an, an, da da habe habe ich ich nur nur Redstone Redstone verlegt, verlegt, aber aber das das kann kann ich ich für für uns uns das das erkläre erkläre ich ich gleich gleich nochmal. nochmal. Ja. Die Die Tortechnik, Tortechnik, also also dass dass das das Tor Tor aufgeht, aufgeht, dann dann gibt gibt es es hier hier einen einen Keycard-Laser Keycard-Laser später. später. Was Was das das hier hier ist, ist, weiß weiß ich ich jetzt jetzt nicht. nicht. Passiert Passiert auch auch noch noch nichts. nichts. Mal Mal sehen, sehen, was was das das sein sein wird. wird. Und Und das das hier hier ist ist der der Briefkasten. Briefkasten. Das Das Ganze Ganze wird wird dann dann später später ins ins Haus Haus geliefert. geliefert. Aber Aber wie wie gesagt, gesagt, die die Technik Technik ist ist noch noch lange lange nicht nicht gemacht, gemacht, werden werden wir wir in in einem einem Video Video machen. machen. Und Und das das sind sind dann dann halt halt diese diese Upload wird wird ihr ihr das das dann dann sehen sehen auf auf diesem diesem Upload-Plan. Upload-Plan. Also Also ich ich finde, finde, das das Haus Haus sieht sieht eigentlich eigentlich relativ relativ stehender stehender aus. aus. Und Und vielleicht, vielleicht, zwei zwei Sachen Sachen frage frage ich ich euch. euch. Hier, Hier, die die Welt Welt ist ist hier hier noch noch nicht nicht zu zu Ende, Ende, auch auch wenn wenn es es momentan momentan so so aussieht. aussieht. Und Und jetzt jetzt könnt könnt ihr ihr mal mal überlegen, überlegen, was was dieses dieses Haus, Haus, wie wie ihr ihr da da seht, seht, das das da, da, wohl wohl mit mit dem dem neuen neuen zu zu tun tun haben haben wird. wird. Allerdings Allerdings wird wird es es noch noch ein ein bisschen bisschen dauern. dauern. Vielleicht Vielleicht wisst wisst ihr ihr ja schon, schon, was was da da hinten hinten kommt. kommt. Also Also ist, ist, glaube glaube ich, ich, schwer schwer zu zu erraten. erraten. Aber Aber vielleicht vielleicht kommt kommt ihr ihr ja ja darauf. darauf. Da Da könnt könnt ihr ihr es es mal mal in in die die Videobeschreibung Videobeschreibung oder oder die die Anzeige Anzeige schreiben. schreiben. Guckt Guckt euch euch mal mal dieses dieses Haus Haus an, an, vom vom Baustil Baustil her. her. Der Der Turm Turm passt passt jetzt jetzt nicht nicht ganz ganz so so dazu, dazu, aber aber dabei dabei könnt könnt ihr ihr was was überlegen. überlegen. Das Das Tor Tor hier. hier. Guckt Guckt mal, mal, in in welche welche Region Region das das passen passen kann. kann. Tipp, Tipp, ich ich sag, sag, was was da da hinkommen hinkommen wird, wird, fängt fängt mit mit B B an. an. Das Das verrate verrate ich ich mal. mal. Mehr Mehr verrate verrate ich ich aber aber auch auch nicht. nicht. Und Und was was die die letzte letzte Änderung Änderung ist, ist, es es wird wird noch noch ein ein zweites zweites Projekt Projekt geben. geben. Und Und zwar, zwar, ich ich werde werde Commands Commands erklären. erklären. Zum Zum Beispiel, Beispiel, den den kennen kennen jetzt jetzt viele, viele, was was der der hier hier macht, macht, ist ist ja ja logisch. logisch. Aber Aber es es gibt gibt auch auch andere andere Commands, Commands, bei bei denen denen ihr ihr dann dann vielleicht, vielleicht, wo man dann man vielleicht vielleicht nicht nicht so so weit, weit, zum zum Beispiel Beispiel der, der, was was haben haben wir wir hier hier für für einen einen schönen, schönen, der der Me-Command, Me-Command, der der MSG-Command, MSG-Command, der der PlaySound-Command, PlaySound-Command, der der Publish-Command, Publish-Command, der der Say-Command Say-Command und und so so weiter. weiter. Also Also verschiedene verschiedene Commands, Commands, die die ich ich euch euch dann dann alle alle mal mal erklären erklären werde. werde. Der Der Achievement-Command, Achievement-Command, also also der der Block-Data Block-Data am am Command Command und und so so weiter weiter und und so so fort. fort. Hier Hier oben oben seht seht ihr ihr nochmal nochmal eine eine Liste Liste der der ganzen ganzen Commands. Commands. Wir Wir werden werden logischerweise logischerweise mit mit A A anfangen anfangen und und uns uns dann dann Stück Stück für für Stück Stück durcharbeiten. durcharbeiten. Anhand Anhand des des Plans, Plans, den den ich ich dann dann ausarbeiten ausarbeiten werde. werde. Genau, Genau, das das wird wird das das nächste nächste Projekt Projekt sein, sein, das das ich ich dann dann anfange anfange zu zu planen. planen. Ich Ich hoffe, hoffe, es es wird wird euch euch gefallen gefallen und und auch auch das das Projekt. Projekt. Und Und momentan momentan arbeite arbeite ich ich noch noch an an etwas etwas anderem anderem und und zwar zwar an an der der Braumaschine, Braumaschine, die die ihr ihr vielleicht vielleicht schon schon gesehen gesehen habt. habt. Das Das war war mein mein erster erster Versuch Versuch mit mit MC-Edit. MC-Edit. Etwas zu kopieren, weil die habe ich ursprünglich in der Testwelt zur Redstone-Welt gebaut, weil die kommt auch in das Haus rein. Allerdings ist die noch relativ komplex. Naja, ein bisschen komplex. Schadet ja auch nicht. Aber sie ist auch für den, ich will jetzt keinen beleidigen, aber für den absoluten Braun-Noob, also jemand, der überhaupt nicht braun kann, gemacht. Ich konnte früher auch nicht braun, also es muss keinen Grund, sich zu schämen.
Und ich kann jetzt auch noch nicht richtig brauen, also ich kann, jetzt kann die Zutat nicht auswendig. Hab aber hier, das hier, das, diese Maschine hat eine Datenbank sozusagen. Und in der sind alle Daten eingespeichert, also alle Tränke. Das heißt, solche Idioten sind hier gemacht. Hier gibt es auch eine Anleitung, irgendwo hier schon geschrieben. Einmal hier in der Kiste ist eine Anleitung und hier ist nochmal eine Anleitung. Und hier kann man dann halt verschiedene Sachen einstellen und kann sich jeden beliebigen Trank erstellen lassen. Und der wird dann automatisch hier in diesem großen, komplexen Brausystem gebaut. Momentan bin ich dabei, das Ganze, also den Sandstein hier überall wegzumachen. Per Befehlen, seht ihr schon. Habe ich vorher nicht dran gedacht, das in so einer Welt hier zu bauen. Ich habe es erst auf der Testwelt gebaut, weil ich dachte, es wird kleiner. Aber das hier ist dann noch nicht so klein geworden, weil mir noch viele Extras eingefallen sind, technische Probleme gab und so weiter. So, wir können jetzt mal uns, wir suchen uns jetzt mal den Trank. Warte mal, wir wollen jetzt Trank der Schwäche und Trank der Schwäche. Ich weiß nicht, ob man den verlängern kann, und aber falls der verlängerbar ist, wird er verlängert. Das ist halt so, das ist sehr praktisch. Und es soll ein Verweiltrank sein. Das lassen wir so. Dann können wir jetzt mal starten. Wir können jetzt auch mal das Ganze angucken. Und zwar, hier sucht sich jetzt das Minecraft Zutaten zusammen. Jetzt muss das andere Minecart noch den Rest bringen. Wo ist denn das? Ach, die sind schon wieder da. Und jetzt wird nämlich momentan gebraucht. Mal hinfliegen. Hier wird momentan. Hier ist dann nämlich der Drachenart. Oh, vielleicht ist euch schon aufgefallen, das Schwarzpulver. Also das liegt anscheinend daran, also in der Originalwelt hat das einwandfrei funktioniert. Hier gibt es anscheinend noch ein paar Probleme, die ich dann noch beheben muss. Ich zeige euch das Ganze mal, wie das dann, wenn es funktionieren sollte, aussieht. Ja, hier ist die Originalversion, hier seht ihr auch schon die Testwelt. Hier hinten, irgendwo habe ich auch schon ein paar Sachen gebaut. Ah, da hinten seht ihr auch schon Tormechanismus, aber ich will ja gar nicht zu viel verraten. So, jetzt hier mal rein. Hier haben wir auch das Buch zur Baumaschine. Machen wir das gleiche diesmal hier richtig. Ich werde dann nochmal schauen, wo dran es gelegen hat. So. Schwäche hier. Ah, jetzt sieht das Ganze schon mal wesentlich besser aus. Das erkenne ich hier an den Fackeln. Wenn sich jetzt manche fragen, ob ich das erkenne, hier an diesen drei Fackeln. So, also, dann müsste jetzt auch gleich gebraut werden. Genau, hier hinten. Dieses komplexe System, was ihr seht, ist dafür da. Es gibt Fälle, wo. Na, das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert. Ich werde es nur noch mal in einem getrennten Video diese Maschine erklären, weil die ist. Habe ich 24 Stunden fast dran gesessen. Also, das war schon ein bisschen Arbeit. Viele Probleme, und diese Maschine kann man auch nicht auf der 1.11.2 spielen, weil da werden Trichter immer blockiert. Nicht Trichter, was das war, aber ich bin Mist. Ah, hier ist Schwarzpulver und so. Hier unten müsste zum unseren Redstone drin sein. Genau, hier hat es nicht funktioniert. Und dann wird das Ganze hier, dieses Minecart-System. Hier seht ihr nun die Weichenstellung. Ja, also so sollte das System funktionieren. Das wäre die funktionierende Version des Systems. Und warum es nicht funktioniert hat in der anderen Welt, weiß ich nicht. Ich bin noch nicht so gut in MC Edit. Ah, genau, hier seht ihr, dass momentan in der einen Braukammer gebraut wird. Und erst wenn die wieder frei ist, wird diese Lampe. Dann gibt es natürlich noch andere Features. Zum Beispiel, dass wenn alle Braukammern voll sind, dass hier gebraut werden kann, wenn hier die Zutaten leer sein sollten irgendwann mal. Naja, und das war jetzt die Braumaschine, die funktioniert. Jetzt warten wir noch kurz ab, bis hier das Ergebnis geliefert wird. Also die ist noch gerade dabei zu brauen. Das heißt, wir müssen noch kurz warten. Wir wollen die Lampe jetzt nicht zerstören. Das hilft uns auch nicht weiter. Also ich finde das eigentlich ganz schön. Für alle wissen wollen, wie ich hier so schnell hin und her switche, das geht mit F3 und N.
Was auch noch interessant ist, was vielleicht auch nicht viele wissen, ihr drückt mal F3 und Q und dann kommt ihr auf das hier und dann könnt ihr verschiedene Sachen euch anzeigen lassen, was sehr praktisch ist. Zum Beispiel die Hitbox, also das wäre dann... Nein, das war das Falsche. Das wäre die Hitbox. Das hier ist die Hitbox, also das ist sozusagen, wo die hingucken. Die Element. Wenn ich jetzt hier Drop rauswerfe, hat das auch. Kann ich das eigentlich ändern? Ja, die gucken mal, wollen das. Sammle ich mal wieder ein. Mach das Ganze mal wieder weg. Und jetzt wollten wir mal gucken, ob das hier schon so weit. Ah, guckt mal da, da ist unsere Schwäche, ein Verweiltrank. Jetzt können wir das Ganze schwerfen. Och, sieht's nicht schön aus. Das sieht immer mega krass aus. Muss zugeben. Das sieht ja immer mega lol aus, Leute. Naja, man sieht schon eindeutig den Verweis. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieso habe ich jetzt schon... Ich habe jetzt nicht ernsthaft auch Schwäche bekommen, obwohl ich im Kreativmodus bin. So eine Schweinerei. Naja, okay, Leute. Ist jetzt auch egal. Damit sage ich ciao und freut euch schon auf das Jubiläumsvideo. Das kommt nämlich auch bald raus. Ciao.